Am Freitag, dem 8. Mai, ging das 9. Maxcenter Bikerfest über die Bühne. Mehr als 640 Motorräder war bei herrlichem Wetter am Parkplatz zu finden. Und die Rockband Timeless heizte den Besuchern noch zusätzlich ein. Ein Meer aus Chrom- und Benzingeruch verzauberte alle begeisterten Motorradliebhaber und Harley-Fans. Das Tolle ist natürlich, dass wir wieder, glaube ich, halt über 500 Motorradfahrer, also Motorräder da haben, Fahrer sowieso aus dem Center heraus, auch hunderte Leute. Es ist ein toller Event wieder. Ja, es ist wirklich wunderbar mit anzusehen, wie viele Biker hier immer kommen zum Maxcenter Bikefest. Gratulation an Egbert Holz für diese Veranstaltung. Und wenn man sieht, wie viele Harley alleine hier kommen, weiß man, was hier los ist. Es ist eine unfassbar gute Stimmung und man merkt, dieses Festival hat schon eine gewisse Tradition und man merkt, wie sich die Biker-Szene auch in Wels ausgezeichnet entwickelt. Ja, wir haben mittlerweile kurz 16 Uhr und es gibt kein Ende. Das ist ein Zeichen dafür, dass das Maxcenter Bikerfest ganz einfach in den Motorradfahrerköpfen drinnen ist. Manche schöne Tour fahren und die einen halt um 3 kommen und die anderen um 5 kommen. Ja, es ist eine lustige, runde Geschichte, glaube ich, die wir da jetzt schon machen. Es gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut und taugt mir so viele verschiedene Motorräder, coole Leute, motivierte Leute und es ist einfach sehr, sehr cool da zu sein. Es ist wirklich ein angenehmer oder einer der angenehmsten Pflichttermine, weil man natürlich auch sehr viele Leute kennt und da ist es wirklich sehr schön hier zu sein. Fährt man selber auch Harley Davidson? Ich habe eine alte Buch, einen Oldtimer und mit dem fahre ich ein bisschen übers Land und der geht, glaube ich, 60 oder 70 km/h, mehr ist es nicht. Aber ich genieße das Fahren an sich und Geschwindigkeit ist dann nicht so wichtig. Wie sieht es in der Motorrad-Zukunft aus? Wir wollen uns weiter steigern und ich denke, das schaffen wir. Wir haben ein gutes Motorrad, wir haben ein österreichisches Motorrad. Die KTM funktioniert gut und in der Moto 3 ist das eigentlich das Motorrad, was man schlagen muss. Und ich denke, wir können uns auch noch verbessern, fahrerisch. Vom Team sind wir eh super aufgestellt und dann sollte es funktionieren. Ein unvergesslicher Nachmittag, den das Maxcenter Wels den Besuchern bereitet hat. Und laut Centerleiter Egbert Holz ist nächstes Jahr zum 10. Bikerfest-Jubiläum nochmals eine Steigerung an Highlights geplant. Das Bikerfest ist natürlich eine traditionelle Geschichte und ja, die hat sich bewährt mittlerweile das 9. Mal. Nächstes Jahr wird es was Besonderes geben, 10 Jahre Bikerfest beim Maxcenter. Wir arbeiten schon dran. Na, da kann man ja gespannt sein.